Moin Leute, Trimax hier. Wir öffnen erstmal das allerletzte Evolution-Display, was ich hier habe. Ich bekomme noch eine Case, die habe ich relativ günstig geschossen. Mittlerweile kosten die Teile hier bis zu 1000 Euro. Mir fehlen aber nur noch zwei Karten. Full Art Mewtwo und Full Art Dragoran. Wenn ich die hier nicht draus ziehe, werde ich, glaube ich, von den anderen Displays so lange aufmachen, bis ich jede einzelne Karte aus dem Evolution gezogen habe. Holo Glurak, die teuerste Karte für mehrere tausend Euro, die haben wir ja schon bekommen. Jetzt brauche ich noch diese zwei. Mein Holo Glurak habe ich ja nicht aus einem Display bekommen, sondern aus der Kanto Powerbox, wo auch diese Booster drin waren. Deswegen, das ist mein sechstes Display. Ich glaube, in jedem dritten Display soll ein Holo Glurak drin sein. Könnte es ja auch hier drin sein, was auf jeden Fall geil ist. Wenn euch die ganzen Openings gefallen, gerne ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr nächste Zukunft. Wir machen ja auch noch das 40.000 Euro Base-Set auf mit anderen Streamern, wo Papa Platte kommt und so weiter. Das wird ein riesen geiles Event. Solltet ihr nicht verpassen. Aber macht es auch auf gar keinen Fall zu Hause nach. Gestern hatten wir ein sehr schönes Beispiel, wie ich aus 900 Euro Display 60 Euro gemacht habe. Und das ist halt richtig krass Minus. Ich habe da Glück, dass wir das beruflich machen. Wir haben die Streams, die Videos und alles Mögliche. Aber als Privatperson ist das natürlich auch absolut Glücksspiel. Deswegen Finger weg davon. So, und jetzt zeig mal. Wir haben jetzt schon viele. Wir haben jetzt schon. Das ist jetzt das sechste Evolution-Display. Wir haben schon viel aufgemacht. Und hier ist es so. Wir hatten teilweise richtig, richtig krasse, aber auch richtig miese. Leidenschaftlich. Mal gucken, was hier raus. Digga, ja, das ist doch schon. Der, ey, ich habe jetzt so viele Booster aufgemacht, aber diese Ätzen, Booster, ne? Sind von der Qualität her einfach am wacksten. Die gehen echt am schwersten auf, weil sie teilweise. Der Kleber ist dicker als das Plastik und sowas. Erste Reverse. Holo, Brock's Grid, na gut, und dahinter haben wir direkt mal eine schwache. Finde ich gut, direkt mit einer schwachen starten, ist nice. Reverse Holo. Nicht so Content drauf. Gott. Immerhin Ragtag. Mach mal, zieh mal, gib mir den Pull. Willst du wissen, was es ist, ja? Ja, ich will es wissen. Hm. Okay, ein Holo. Können wir da schon Printlinien direkt gesehen? Ja, sind links. Ganz, ja, links oben sind leichte, werden sie schon mal schlimmer, aber ansonsten Centering, ja, doch. Können wir mitnehmen, direkt eine Hülle rein. Alter, ich habe so eine schöne Evolution-Sammlung, die finde ich irgendwie, ich finde, das hat irgendwie nochmal was, weil das irgendwie, wisst ihr? Mhm. Ich bin ganz doll im Pokémon-Fieber. Wir haben Opening gemacht, dann haben wir Pokémon gezockt, jetzt machen wir wieder das Opening. Reverse Holo, Vulpix, geil. Kam übrigens auch direkt am Anfang im Game vor, direkt. So, glaub ich, das wäre, glaube ich, das erste Feuer-Pokémon, was man fangen könnte. Und dahinter befindet sich, komm schon, wir brauchen Full Art Dragoran, Full Art Mewtwo. Ei. Das ist natürlich low. Das ist das Lowste. Das war ja sogar in den ganzen Powerboxen noch mit extra drin, weißt du? Reverse Holo. Okay, nehmen wir mit. Und dahinter haben wir. Alter. Oh mein Gott. Mega Slowbro EX. Slow hinterher, ja. Einfach drei Holos für den Arsch. Yo. Kein guter Start. Nee, muss man ganz klar sagen. Mega Slowbro ist halt nochmal nicer. Den habe ich erst ein einziges Mal. Das ist schon sick, aber kein guter Start. Und Reverse Holo. Schock nehmen wir mit. Und dahinter befindet sich als Rare. Nee. Oh, Burning Shadows war ja mit Abstand das Schlechteste. Sehe ich hier gerade. Habe ich auch noch eins hier. Das war ja mit so viel Abstand das Allerschlechteste. So scheiße. 500 Euro habe ich zu 20 gemacht oder so. Also das war unendlich schlecht. Reverse Holo. Glumanda Reverse Holo. Sehr, sehr, sehr schlecht. Also du bist sicher, dass Despotan Schild ist. Cool. Ich würde heute auch noch Despotan ein Reverse Holo Glurak fühlen. Dann hätte ich dieses Reverse Set dreimal. Dreimal. Das wäre insane. Was haben wir dahinter? Oh, Porenta. Gutes Omen fürs nächste. Absolut gar nicht. Doch, immer wieder, wenn ich ganz auf Porenta gezogen habe, kann dann Holo Glurak. Reverse Holo. Alter, Glumanda und Pikachu Reverse Holo hintereinander. Geil, sehr, sehr nice. Und dahinter befindet sich. Digga, gar keine Holos. Und wenn wir welche kriegen, dann nur so low. Digga, was ist das für eine Qualität? Jedes Mal. Du zerreißt es hier und dann kriegst du nur so. Siehst du das? Mhm. Was ist das denn? Kann man das. Max. Was soll das? Wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Seid ihr ready? Ja. Full Art Mewtwo. Full Art Dragoran, bitte. Oh mein Gott, ich hab's dir sogar gesagt, Alter. Es sind noch vier Taubers da drin. Und dann kannst du noch Hits ziehen. Klar freut man sich über ein Holo. Oder hier mega, aber nee, aber nein. Das ist wirklich von, es sind garantiert 10 bis 13 Holos drin. Und so ein Tauboss und so ein Slowbro sind die blödesten Holos. Das ist richtig, leider. Ist leider. Es sind coole Dinger und ich habe mich auch darüber gefreut, dass sie in meiner Sammlung sind und dass man sie auch wieder sieht und dass es sie gibt und alles, aber ich will sie halt nicht viermal haben. Ich hätte dann lieber ein paar Turtok oder Glurak-Duplikate, wenn man schon auf Duplikate muss. Aber jetzt, warte mal, guck dir das mal an. Okay. Ich sehe schon eine Printline, Alter. Ich sehe auch schon eine Printline. Doch, oben. Ich glaube, warte, jetzt kann ich es gerade nicht triggern. Doch, ja, oben. Printlines sind bescheuert. Ey, Evolution ist mein Lieblingsding, aber von der Qualität der. Da, guck mal. Oh, das sind Doppelprintlines, kann das sein? Und, ja, unten ist eine und oben sind zwei. Oh, Triple. Ja, das ist Magneton, weißt du? Aus drei Printlines besteht er. Ja, okay. Aber guck mal, was hier hinter ist.
Cool. Oh, da ist Starmie. Starmie. Reverse Holo. Immerhin eine Rare. Und dahinter, komm schon, bitte. Bitte. Full Art Mewtwo, Full Art Dragoran. Komm schon. Nee. Misty. Ja, ist cool, aber ich hab sie halt schon, weißt du? Aber auch das ist das Geile. Oh, noch eine Secret Rare. Dritte Secret Rare. Stell dir vor, Trimix würde einen Kochstream machen. Mit seiner Freundin. Digga, what? Oh. Vierte Secret Rare? Surfing Pikachu? Ey, das ist bisher so ein ernüchterndes Display. Schon wieder. Digga, ich zieh alle, ich hab alle Duplikate heute. Und dahinter haben wir... Oh, das ist richtig. Das tut richtig weh. Digga, das habe ich jetzt schon 8-mal. Das ist echt eine geile Karte. Als ich das erstmal gezogen habe, habe ich mich auch drauf gefreut. Aber wo kriegt das Ding eigentlich in Full Art? Das Ding in Full Art. Das Mewtwo in Full Art. Bitte. Das ist schon hart, ne? Vorhin, das war ja auch in der Kanto Powerbox drin. Das habe ich jetzt halt echt, die Karte habe ich jetzt 6-mal. Reverse Holo. Mhm. Nebulak, okay. Und dahinter. Ey, jetzt gönn doch mal. Das kann nicht sein. Ich hatte heute schon so viel Pech bei FIFA. Oh mein Goodness. Wie kann da... Hä, ich dachte, das geht nicht. Was? Was? Scam! Hallo, es geht nicht, das ist Alarm! Seht ihr die Glocken? Irgendwas leuchtet hier rot, Alarm! Das geht doch gar nicht! Ich dachte, das geht nicht! Caruso? Ja, das geht. Wir haben es nicht einmal, ich habe es nicht einmal gesehen, dass man doppelte Holo ziehen kann. Nicht ein einziges Mal. Ich habe auch alle Reverse-Holos doppelt gezogen. Nein, eigentlich geht das nicht. Ich habe noch nie eine Holo gesehen in einem Opening. Was? Secret Rare wieder? Was? Wow! Genau das gleiche haben wir doch auch! Ey, irgendwas ist mit dem Pack komisch. Was ist das, Mann? Jetzt Caruso. Ja, was willst du machen? Das ist ein insane Pack, was du da gerade ziehst. Du hast da zwei Secret Rares und Pikachu drin. Jetzt ist auch ein Glurak drin. Komm, gib ihm. Spray und dahinter? Ah, oh, scheiße. Was ist das? Über das Holo? Okay. Jetzt gönn doch mal. Ninetales nehmen wir mit. Ninetales nehmen wir mit. Und auf den ersten Blick... Sieht das ich geb mir ziemlich, was zu essen, Mama. Ziemlich geil aus. Warte mal ganz kurz. Centering. Centering oben ist dünner als unten. Ja. Rechts ist, links ist gut. Und wir haben keinen. Kein Strich im Holo. Gar keinen. Hart verzockt. Ey, guck mal, hier in der Rückseite geht das Plastik einfach ab, ne? Siehst du das? So? Nee, du hältst es nicht rein. Nee, okay. Hier geht das Plastik auf jeden Fall einfach ab. Ich kann es nicht öffnen. Dann will ich mich der Vorderseite nähern. Geht das Plastik einfach ab. Auf beiden Seiten. Jetzt habe ich nur noch die Farbe. Rückseite. Reverse Holo, was haben wir? Jo, eine Break-Karte, Querformat, Machomai, geiles Pokémon, Wacke-Karte. So, jetzt gönnen. Wir brauchen noch einen richtig dicken Brecher. Wir finden noch zwei Karten. Mewtwo Full Art und Dragoran Full Art. Die möchte ich unbedingt haben. Bitte, gönn. Oh mein Gott. Die Hot Dogs, Alter. Das ist einfach nur... Das ist der Fortnite-T-Pose oder Fortnite-Loser-Dance gerade, Mann. Scheiße. Das ist echt Pech, Mann. Also, schlechtes Opening und weirdes Opening. Beides. Carpador und Reverse Holo. Oh, das kann was werden. Erstmal, der Druck ist overclean. Kein Fehler, obwohl das so große Holofläche ist, sauber. Okay, Centering, also Druck ist nice. Centering, oben, unten. Passt, links, rechts Passt. Ist scheiße. Mhm. Links, rechts ist scheiße? Naja, geht besser. Ich drehe meinen Kopf immer und dann komme ich gegen die Kamera. Sehr lost. Kommt auf einen krassen Stapel auf jeden Fall. Und dahinter, komm schon, bitte gönn. Full Art Mewtwo oder Full Art Dragoran, bitte. Immerhin, ist schon krass. Es ist eine heftige Karte. Mega Glurak EX und Charizard Spirit Link in einer Kombo, in einem Booster. Ist geil. Aber Mewtwo nicht kostet dich das. 35, 40 Euro. Oh, das ist viel. Ja. Reverse Holo? Ach, Digga, verarsch mich doch nicht! Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist doch ein Disrespect! Das ganze Set ist weird und dann kriege ich Raupi und Reverse Holo Raupi? Da kann halt auch ein Glurak sein. Das ist verarsche, Mann. Komm schon, gönn jetzt, damit alles wieder gut ist. Ja, okay. Den nehmen wir mit. Das ist deine beste Holo bis jetzt, finde ich. Ja, ne? Wenn jetzt hier Mist drin ist, war das mein schlechtestes Display überhaupt? Ja, wahrscheinlich. Ja. Burning Shadows war auch kacke. Reverse Holo. Ey, ich brauche jetzt hier ein bisschen Last Pack Magic, doch. Alter. Das haben so viele Leute drauf gesetzt. Über 100 Millionen. Brauche Mewtwo und Dragoran Full Art. Was bekommen wir? Was? Oh was? Ey, so laut ist. Let's fucking go. Oh mein Gott. Das wäre das Schlechteste. Das ist sie. Krank, wahrscheinlich. Scheiße. Last Pack Magic. Das wäre das letzte Pack. Oh no, da war es genau dir. Oh, ich war
weiß es nicht. Ich hab's gecallt, Caruso, du schuldest mir was. Ah, Reaper, so ein bisschen Beste. Oh, was? Geil, Alter, let's go. Das oh, was für ein geiler Moment. So ein Scheiß-Pack und dann kommt sie noch. Jo. Ey, wie gut, dass ich gecallt habe, dass im Glurak-Booster nichts drin ist und der Reitschub-Booster, irgendwas ist da magisch und der ballert böse rein. Geil. Sieht auch geil aus. Oh, wie geil. Jetzt fehlt mir nur noch eine Karte. Und dafür machst jetzt fehlt mir nur noch Mewtwo Full Art. Oh, sieht die nice aus. Ich wusste nicht mal, wie sie aussieht. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen. Ich habe sie nirgendwo reingezogen. Ich wusste nicht, wie sie aussieht. Und dann kommt sie einfach. Alter. Im letzten Booster, wie random. Hier, oh, hier, Satch. 150.000 Tri-Coins verloren. Das war das schlimmste Zittern, was du bis jetzt je hattest in einem Pack-Opening. Darauf ja, weil ich wäre auch so aufgeregt auf einmal. Das war schon Gold. Das war wie Gold. Sick. Das müssen wir unten ist viel dicker als oben. Größer als oben. Als links. Das ist mir egal, die verkaufe ich eh nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Die ist so krass, die hat so einen derben Wert, weil sie einfach aus dem letzten Booster kam. Genau die Karte, die ich brauche. Und wir hatten hier eine über 100 Millionen Tri-Coins-Wette. Oh mein Gott, Max. Ja, was denn? Das Zittern. Was? Ey, Junge. Was ist passiert? Was mit deiner... Guck dir den Clip an. Guck dir das mal an. Ich gucke ihn mir gleich an. Ich muss jetzt hier kurz die Karten einpacken. Dann bin ich bei euch. Guck mal. Soll ich mal sehen. Habe ich wirklich so... Also ich weiß, dass ich gezittert habe, aber so mehr als sonst? Komplett weggezittert, Alter. Guck jetzt, Über 100 Millionen. Brauche Mewtwo und Dragoran Fullart. Was bekommen wir? Was? Oh was? Ey, so laut. Let's fucking go. Warte. Oh mein Gott. Das war das Schlimmste. Spul zurück, guck's nochmal. Oh mein Gott. Jetzt fängt schon an und jetzt. Was stimmt doch nicht? Was stimmt doch nicht mit dir? Das ist einfach. Das ist wirklich wie der Typ, der sich gerade eine Koks-Leicht ziehen will, weil er eine Woche nicht genommen hat. Weißt du, das ist einfach dieses süchtige Zittern gerade von mir so gewesen. Das hab ich gar nicht so mitbekommen. Ich fand sogar, ich hab's sogar ziemlich clean reinbekommen. Guck mal auf mein Gesicht an, wie ich mich hardcore konzentriere, aber die Hand einfach was völlig anderes war. So ein Oger, der gerade versucht, nicht die Menschen zu zerfleischen in seiner Hand. Geil. Oh, es hat so gelohnt. Ich liebe dich, Max. King. Und ein Magneton hatte eine Triple-Printline-Fehler. Ja, ja. Noch krasser als Glurak. Wunderschöne Karte. Die auch so lange gefehlt hat. Geil. Okay, gut, das Opening ist durch. Das war ein absolut legendärer Moment. Das Display war weird, zweimal das gleiche. Wir hatten 7 Secret Rares, wir hatten Reverse Holos Duplikate, habe ich alles nicht verstanden. Nichtsdestotrotz ist das Dragoran Full Art da. Oh, das ist echt eine Leichtung. Das hat mich jetzt todes abgefuckt. Ich glaube, ich wäre richtig schlecht drauf, wenn das jetzt einfach noch mal eine Rare gewesen wäre. Aber jetzt haben wir es. Nächste Folge wird jetzt sein, wir zählen, ob wir alle Reverse Holos haben. Alle Common Cards. Weil ich kriege ja noch 6 Displays und mir fehlt nur noch Mewtwo Full Art. Notfalls kaufe ich mir das auf Cardmarket oder sonst was, dann habe ich alle Karten. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber es wäre auch natürlich geil, alle Karten selber zu ziehen. Ich würde sagen, ihr schreibt mal eure Meinung dazu am besten in die Kommentare. Schaut gerne bei Reapers und Caruso vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.